An einem stürmischen, regnerischen Dezemberabend saß ein junger, hübscher Mann in seiner kleinen Stube und war eben damit fertig geworden, den Christbaum für seine zwei jüngeren, noch unmündigen Geschwister auszuschmücken. Sinnend weitete sein Blick auf den mit Streifen, Schlingen, Ketten und Körbchen aus farbigem Papier gezierten Bäumchen, an das er mit Bindfaden die bunten kleinen Sächelchen geheftet hatte, die er heimlich, wie er das ganze Werk betrieb, schon seit einer Woche eingekauft hatte. Wie er so den Eindruck des Ganzen in sich fasste, tat es ihm wohl, wenn er der herzinnigen Freude gedachte, welche von diesem Bäumchen mit dem Geflatter lustiger Vögel auf seine Geschwister einstürmen sollte. Aber plötzlich strich eine Wolke der Wehmut über die hohe, edle Stirn des jungen Mannes und feucht wurden seine Augen. Es war ihm, als hinge mitten unter dem schimmernden, flimmernden Kram des harzduftenden Bäumchens seine eigene Jugend und blinkte ihm im Schein der Erinnerung wie ein Geschenk des heiligen Christ entgegen. »Wie schön war jene Zeit«, murmelte er. »Wie glücklich war ich. Ach, damals lebte mein guter Vater noch. Damals standen Mutter und Else und Fricke noch nicht allein auf der weiten Welt und die Sorgen um sie pressten mir noch nicht das Herz zusammen. Und ich wusste noch nicht, wie schwer es einem wird, im Tumulte der ringenden Welt nicht nur sich und anderen, die man liebt, das Leben zu fristen.« Tief seufzte er auf und krampfhaft ballten sich seine Hände. Wild begannen die Gedanken in sein Gehirn zu toben. Wie gering, wie mühsam erkämpft waren die bisherigen Resultate seiner rastlosen Studien und Bestrebungen. Wie fühlte er sich zurückgesetzt, ja, entehrt gegen andere, die ihm an Talent, Kenntnis und Triebkraft weit, weit nachstanden und auf verächtlichen Winkel und Seitenwegen ihm längst zuvorgekommen waren und höhnisch auf ihn blickten, der sich vorgenommen, den Weg des Verdienstes zu gehen, der so weit, so unendlich lang ist, bis er ans Ziel führt. Eine fieberhafte Röte stieg in die feinen, durchsichtigen Wangen des jungen Mannes. Kühlung suchend fuhr er mit der kalten Hand über die glühend heiße Stirne und träumerisch, fast irre, starrte er vor sich hin. Da war es ihm, als kicherte es in seiner Nähe, aber mit einer so kleinen, dünnen Stimme, als käme sie von einem Kind, das nicht größer als sein Gliederpüppchen sein könnte. Zugleich sah er, wie der Deckel eines kleinen bemalten Kistchens aufsprang, das er mit anderen Spielsachen zuletzt an dem Baum befestigt hatte. Das an einer Feder im Boden des Kistchens befestigte Männlein sprang in die Höhe und sah ihn freundlich grinsend an. War das ein sonderbares Männchen? Es war in altspanischer Hoftracht gekleidet, trug ein blutrotes, goldverbrämtes Samtmäntelchen, ein schwarzes Hütlein mit wehender, schimmernder Feder und einen Degen mit einem smaragdnen Griff. Das Gesicht aber des Figürchens war das Merkwürdige daran. Es war schön und widerlich zugleich. Es schien zu lächeln und grimmig zu drohen. Es trug den Ausdruck lustiger Verschmitztheit mit düsterer Begierde. Es weckte Vertrauen und erregte Furcht und Entsetzen. Dieses Gesicht trug ein merkwürdiges Gemisch kontrastierender Ausdrücke in sich, das es Schwindel erregte, wenn man es scharf und in seiner Totalität erfassen wollte. Was aber diesem Antlitze und der ganzen Gestalt vollends den Charakter des Unheimlichen, Geisterhaften und sagen wir lieber des Dämonischen verlieh, das waren die kleinen, stechenden, tierklugen, leuchtenden Augen, welche ruhelos in allen Farben spielten. Schauder erfasste den jungen Mann, als er dieses Männlein anstarrte, das ihm, als er es in den Nürnberger Spielwarenladen gekauft hatte, so nett, lustig und gar nicht grauenhaft erschienen war. Der spitzige Blick des kleinen Männchens fuhr ihm wie ein Dolch in die Brust und unwillkürlich legte der junge Mann an das leise pochende Herz. Nun hob sich aber das Männchen mit Geschick und Grazie aus seinen Kästchen heraus, voltigierte mit der Virtuosität eines Turners auf den Tisch herab, auf den der junge Mann das Bäumchen gestellt hatte, setzte sich in Positur, zog das Hütlein und machte vor dem erstaunten jungen Mann eine ehrfurchtsvolle Verbeugung.
Wer bist du? Flüsterte es kaum hörbar von den bebenden Lippen des jungen Mannes, dessen schwarze, glänzenden Haare sich sträubten. Ich bin Maestro Chamäleon, erwiderte das Männchen lächelnd, das sich an dem Verblüfft seines jungen Mannes zu weiten schien. Nun scheinst du es recht nicht zu wissen, wer ich bin, fuhr das Männchen nach einer Weile grinsend fort. Ich will dir aber sagen, dass ich von altitalienischem Geschlecht bin, obgleich mein Stammbaum eigentlich noch viel weiter zurückgeht, und zwar, wie einer meiner Urväter, ein berühmter Staatsmann, meinte, bis zu Kain. Jedenfalls, bist du sicher, dass du dich in guter, vornehmer Gesellschaft befindest? Habe Vertrauen zu mir. Ich meine es gut mit dir, du ehrlicher, aber du verzeihst schon, dummer Deutscher. Ich will dir nur kurzwegs sagen, dass ich gekommen bin, dich aus dem Elend zu reißen, in das du dich verstrickt hast und ohne mich immer mehr verstricken wirst. Reiche mir die Hand und es wird dir wohl ergehen, denn ich bin der wahre Protektor des Talentes. Ich helfe ihm auf die Beine, ich setze es in warme, wohnliche Haus. Ich bin der Freund der gepeinigten, unterdrückten Genies. Ich bin der Mäzen, der hungernden Jünger des Wissens und der Künste. Komm her zu mir, ich zieh dir den Dorn unbefriedigten Ehrgeizes aus der blutenden Brust. Komm her zu mir, ich befreie dich von dem nagenden Ungeziefer des gedemütigten Selbstbewusstseins. Komm her zu mir, ich jage das eklige, schmutzige Spinnengewebe der Not und des Elends von dir und von denen, die du liebst und für die du strebst, hoffst und leidest. Komm her zu mir, du armer, wackerer junger Mann, der du ein besseres Los verdienst. Vor allem stärke deine angespannten, zitternden Nerven, dass du wieder Kraft gewinnst zu deinem Werke des Lebens, des Strebens, der Tat, der Liebe, des Glücks. Dabei nahm das kleine Männchen aus seinem Gürtel ein Fläschchen, dessen Inhalt so grell und bunt schimmerte, dass dem jungen Mann die Augen übergingen, als er eine Sekunde drauf gesehen. Da, nimm und trink, forderte ihn das kleine Männchen auf und reichte ihm das Fläschchen. Während es dem jungen Mann schien, dass ihn eine unsichtbare Gewalt zurückhalten wollte, griff er mit fieberhafter Begierde nach dem Fläschchen, das er rasch an die trockenen, heißen Lippen setzte. Er trank mit der Hast des Wahnsinns in einem Zug daraus. Frohlockend sah ihm das kleine Männchen zu und wie ein chinesisches Farbenfeuerwerk sprühte es dabei aus seinen Augen und dem smaragden Knopf seines Degengriffs. Der junge Mann aber fühlte ein eigentümliches Kribbeln durch seine Adern kriechen. Dabei aber war ihm jeder Pulsschlag ein Nadelstich. Ein leises Unbehagen nagte ihm am Herzen, indem es in seinem Gehirn brodelte, als vollzöge sich da irgendein chemischer Prozess. Nach und nach zog sich die Lebenswärme aus seinem Innern, in dem sie fiebernd gebrannt hatte, nach außen. Und es schien dem jungen Mann, als wäre dagegen die organische Tätigkeit seiner Haut um das Hundertfache erhöht. Sie war ganz von einem warmen Schweiß bedeckt, in dem sich zitternd abspiegelte, was sich in der Stube befand. Das kleine Männchen war indessen sehr geschäftig gewesen. Es war von einer Ecke der Stube in die andere gerannt und hatte sich an die Wände gestemmt und daran so lange gedrückt und geschoben, bis der junge Mann und das kleine Männchen sich nicht mehr in der kleinen Stube, sondern in einem riesigen Saal befanden, von dessen einem Ende bis zum anderen man die Gegenstände nicht mehr mit freiem Auge zu unterscheiden vermochte. Plötzlich sah man an einem Ende des Saals eine Schar schwarzer Männer. Stolz und vornehm blickten sie nach dem jungen Mann, der den Drang fühlte, sich ihnen zu nähern. Doch schon bei seinen ersten Schritten wandten sie sich verächtlich von ihm ab. Umso rascher schritt nun der junge Mann auf sie zu. Je näher er ihnen kam, desto schwärzer wurde er selbst, bis er endlich ihnen gegenüberstand und so schwarz war wie sie. Jubelnd ward er nun von den schwarzen Männern begrüßt und sie drückten ihn an die Brust und überhäuften ihn mit Liebkosungen und Geschenken. Und als sich der junge Mann nach einer anderen Seite des Saals wandte, da sah er wieder eine Schar weißer Männer. Nun drängte es ihn wieder zu diesen hin und es ging ihm bei ihnen wie vorher bei den schwarzen Männern. Sie wandten sich im Anfang von ihm ab, nahmen ihn aber, als er selbst so weiß war wie sie, entzückt in ihre Mitte und priesen ihn und setzten ihn auf den besten Platz
und bedachten ihn mit Ehren und Schätzen. Und gerade so geschah es ihm an anderen Stellen des feenhaften Saals mit roten, blauen, gelben, grünen und braunen Männern, die ihn alle mit gleichem Enthusiasmus als einen der ihrigen erkannten, sobald er selber ihre Farbe annahm. Auf diese Weise hatte der junge Mann erreicht, was ein Mensch zu erreichen vermag. Er dachte nun an seine Mutter und seine Geschwister. »Mutter«, wollte er im Bewusstsein seines Glücks rufen, aber das Wort, das süße Wort, der Name, der sein Herz mit Wonne erfüllte, erstarb ihm in der Kehle. Hatte er schon nach jeder Begegnung mit einer der farbigen Männerscharen und nachdem er sich bemüht hatte, ihre Farbe wiederzuspiegeln, gefühlt, dass seine Seele immer um ein Stück dabei einschrumpfte, so war ihm jetzt, als er sämtliche Farben durchgemacht, gerade so, als wäre von seiner Seele nur die runzelige Haut übrig geblieben. Er kam sich nun trotz seines Glücks so elend, so nichtig vor, dass er erzürnt die Stirn runzelte und mit dem Fuße stampfte. Es war ihm, als blicke er sich höhnisch und verächtlich ins Gesicht und wütend wollte er seinem eigenen Ich einen Faustschlag versetzen. Tränen entperlten seinen Augen, die Sinne schwanden ihm und er stürzte zu Boden. Er fühlte, wie das kleine Männchen an ihm heraufkletterte und ihm etwas aus einer eiskalten Fiole in den Mund gießen wollte. Aber plötzlich brannten zwei warme Lippen auf dem bleichen Mund des jungen Mannes. Diese Lippen träufelten ihm einen milden Atem ein. Dabei sprachen sie leise: »Seele, richte dich auf, Seele, erringe deine Würde wieder, dein Bewusstsein sei dein Glück und deine Kraft.« Und der junge Mann fühlte die Lebenswärme wieder wohltuend in sein Innerstes einziehen. Und er tat einen tiefen Atemzug und er schlug die Augen auf und er sah, dass seine Mutter, die milde, treue Frau, ihn in den Armen hielt. »Julius, mein Julius«, sagte sie besorgt, »Gottlob, es ist vorüber«, setzte sie nach einer Weile sanft lächelnd hinzu, als der junge Mann sich aufrichtete und sie liebend umarmte. Am Weihnachtsabend aber war das Kistchen mit dem Springmännlein nicht auf dem Christbaum. Der junge Mann hatte es in kleine Stücke zertrümmert.